Herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels Borussia Dortmund gegen den KFC Uerdingen mit den beiden Trainern Stefan Krämer und Jan Siebert. Ich darf Herrn Krämer und beiden Kommentare zum Spiel. Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Ich glaube, erste Halbzeit war vom Anpfiff her ein sehr interessantes Regionalligaspiel. Ich glaube, dass wir gut reingekommen sind ins Spiel, dass wir auch verdient in Führung gegangen sind. Danach noch ein paar ganz gute Möglichkeiten hatten, wobei Umstandsspiel von Borussia wissen wir, dass das sehr gut ist, dass sie viele gute Kicker in der Mannschaft haben, die im letzten Drittel gut Fußball spielen können. Das war uns allen klar und dass wir nicht immer alles verteidigen können, wenn wir schon so weit weg vom Tor machen, wie wir es nun mal machen, war uns schon bewusst. Trotzdem haben wir das eine Zeit lang, glaube ich, ganz gut unterbunden und waren nicht so wirklich konteranfällig. Der Elfmeter hat dem Spiel so ein bisschen eine andere Balance gegeben. Ich habe die Szene jetzt noch nicht gesehen. Ob es ein Elfmeter war oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber das war schon ein kleiner Wirkungstreffer, weil in der Phase Elfmeter und dann das 1-2, dann noch eine Situation Pfostenschuss, wenn er auf 1-3 fällt, kann das Spiel eine ganz andere Richtung nehmen. Aber da muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen, hat nicht den Kopf verloren, hat weiter unser Ding gemacht, hat sich nicht beirren lassen, weiter vorne drauf gegangen, gute Pressing-Situation und glücklicherweise muss man sagen, fast mit dem Halbzeitfehler 2-2, das ist, glaube ich, schon wichtig, auch psychologisch wichtig gewesen für uns. Und die zweite Halbzeit, muss ich sagen, die war also fast perfekt, aus meiner Sicht fast perfekt. Wenn man auswärts in der Situation gegen so einen guten Gegner, immerhin Dritter und die beste der U-Mannschaften in der Staffel, dann so dominant auftritt und so viele Torschancen kreiert und so viel Ballbesitz hat und das Spiel eigentlich komplett beherrscht. Ich glaube, außer dem Anstoß, wo ich nicht weiß, ob er drin war, hinter der Linie kann ich von meiner Position aus nicht sehen, ob er es war oder nicht. Ich glaube, das war der einzige Torschuss vom BVB auf unser Tor. Muss ich meiner Mannschaft ein extrem, extrem großes Kompliment machen. Richtig erwachsen, wie eine richtige Spitzenmannschaft aufgetreten, zweite Halbzeit. So haben wir eine ganz gute Chance, Meister zu werden. Ja, danke Herr Krämer. Ja, dein Kommentar zum Spiel. Vielen Dank und von meiner Seite hallo zusammen. Ja, fällt mir ein bisschen schwer gerade zu sprechen, weil ich einfach heute zwei Dinge erlebt habe, die ich als Trainer so noch nie erlebt habe. Zum einen habe ich noch nie 6 Gegentore mit der Mannschaft bekommen. Und zum zweiten Mal, was mich dann noch mehr beunruhigt, ist einfach eine Situation, wo ein Spieler am Feld liegt und regungslos da liegt. Und er sagt einfach einiges. Es geht ihm jetzt hoffentlich besser, so haben wir es gehört. Aber das sind einfach Momente, die du als Trainer nie erleben möchtest. Ja, deswegen ist das Ergebnis für mich gerade zweitrangig. Klar, wir haben keine 6 Gegentore bekommen, aber es steht 3-2 in der Phase noch, als Jonas noch fit ist. Und da haben wir noch Möglichkeiten, das Spiel auch zu drehen. So habe ich es zumindest gesehen. Und dann habe ich deutlich angemerkt, dass meine Jungs teilweise auch nach dem Runtertragen von Jonas wie apathisch gewirkt haben. Ja, das ist in so einer Form auch noch nie passiert. Und unsere Gedanken sind bei Jonas in dem Moment und hoffen, dass es ihm besser geht. Und ich möchte mich da einfach schützend für meine Mannschaft stellen, weil das Ergebnis nicht das widerspiegelt, was heute auf dem Feld passiert ist. Wir müssen seit mehreren Wochen Rückschläge verkraften. Das fängt mit Michael Eberwein an, den ich einfach nicht so kompensieren kann, den wir als Mannschaft auch nicht so kompensieren können, weil er einfach ein ganz elementarer Spieler für uns war. Führt dann weiter mit Sören Diekmann, der eine Saison hat, wo er Höhen und Tiefen erlebt, immer wieder raus ist, dann jetzt eine Schulter-Eckgelenksprengung hat, zweiten Grades wohl. Heben Bartraoré, der nie eine richtige Vorbereitung machen konnte. Genauso wie Denzel Badu, den wir jetzt kurzfristig im Spiel ersetzen mussten, weil er einfach nichts mehr gesehen hat im Auge. Und dann kommt am so einem Tag leider alles zusammen. Tut mir unheimlich weh, muss ich sagen, für meine Spieler, weil, so wie Stevie es auch gesagt hat, wir haben in diesem Jahr mit einer ganz anderen Voraussetzung zu kämpfen gehabt. Wir sind mit Patrick Meinter als einzigen Stammspieler in die Saison gegangen und wussten, dass das richtig schwierig wird und dass wir dann kurz vor Ende so weit oben in der Spitzengruppe mitmachen können. Und auch innerhalb dieser Woche Victoria ganz stark Paroli bieten, auch das Momentum hatten, wo wir das Spiel gewinnen können. Und auch jetzt, ein paar Tage später nur gegen Uerdingen, mit zwei Spitzenmannschaften da so Paroli zu bieten, das zeugt von auch der Moral, die diese Mannschaft hat. Das Ergebnis tut mir für sie leid, aber nochmal, da stelle ich mich schützend vor sie, weil uns sitzt der Schock allen in den Knochen. Ja? Und ich darf meinem Kollegen gratulieren, ich habe es eben auf Felder schon getan. Ich wünsche euch alles Gute im Endsport, genauso habe ich es Victoria auch gewünscht und dann soll er bessere es schaffen. Vielen Dank und bitte seht mir nach, dass ich heute nichts weiter sagen möchte. Ja, danke schön. Danke, Jan. Ja, gibt es Fragen, insbesondere Richtung Uerdingen? Das nicht. Doch, war Alexander Petrov eine taktische Auswechslung oder eine Verletzung? Ja,
als ich mir überlegt hatte, Alex auszuwechseln, stand es noch 2-2. War ganz kurz vor dem 3-2. Und er hatte schon gelb. Und eigentlich wollten wir kurz nochmal umschwenken. Aber weil Hollack sehr gut im Spiel war, wollte ich ihn auf jeden Fall noch den Platz lassen. Und wollten dann das Risiko mit der Führung im Rücken, also mit einem gelb vorgewarnten Spieler, haben wir gesagt, dann holen wir Alex runter. Okay. Also mit der Leistung nichts zu tun gehabt. Keine Verletzung. Nein. Gibt es weitere Fragen? Dann herzlichen Dank. Doch. Ja, dann machen wir vielleicht so kurz. Ja. Okay. Vielleicht kurz noch was zu Tanja Rüstenkolt und Conor Tupiki, die beiden da im Mittelfeld, ja. Die Achse. Ja, die machen es ja im Zentrum seit Wochen beide gar nicht so schlecht, muss man sagen. Aber ich will gar keinen ausheben heute, weil in der Situation, in der wir jetzt sind, wo jedes Spiel oder jedes schlechtere Spiel und jeder Fehler dir so eine ganze Saison in die Tonne treten kann, muss ich sagen, ist die Mannschaft auch nach dem Rückstand ruhig geblieben, ist wirklich im Stil einer Spitzenmannschaft aufgetreten. Und da würde ich auch ungern jetzt einen ausheben, sondern würde sagen, das war einfach eine tolle Mannschaftsleistung. Okay, weitere Fragen? Das sehe ich dann heraus. Ja, herzlichen Dank für den Besuch. Dank den beiden Trainern und allen eine gute Heimreise und noch einen schönen Rest.